Schon seit längerem hängt der bis dato womöglich günstigste Elektro-Roadster in der Schwebe. Doch nun ist das erste Modell vom SSC SC01 vom Band gelaufen und sorgt vor allem mit seinem Preis für mächtig Furore. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bereits am 26. September 2022 gab die von Xiaomi unterstützte Tianjin Gongchang Pi Auto Technology bekannt, dass sie mit ihrer Erfahrung bei Fahrzeugmodifikationen einen eigenen elektrifizierten Sportwagen namens Small Sports Car SC01 bauen werden. Kunden, die eine Anzahlung für den SC01 geleistet hatten und Bedenken äußerten, dass das Auto in der Schwebe bleiben könnte, ist nun der erste weiße SC01 Sportwagen endlich offiziell vom Band gelaufen. Tianjin Gongchang Pi Auto Technology erhielt erhebliche Mittel von Xiaomi. Da das Xiaomi SU7 von BAIC hergestellt wird, kann man davon ausgehen, dass das SSC SC01 möglicherweise auch von BAIC gebaut wird. Ob der Preis des SC01 ebenso viel Aufmerksamkeit erregen wird wie der ähnlich teure MG Cyberstar, bleibt abzuwarten. Das Design des SC01 mischt an der Front Lotus Evora-Elemente mit großen Lufteinlässen in den Flanken, die man so von der Elise oder dem Exige kennt, um in einem Heck mit Spoilerbürzel zu münden, das durchaus von einem Lancia Stratos oder verschiedenen Ferrari-Modellen inspiriert sein könnte. Die Fronthaube hat ein Front-Flip-Design und mit einer gebogenen Windschutzscheibe zur Reduzierung des Luftwiderstands und zur Optimierung der Aerodynamik wird das Roadster-Paket vollendet. Der Innenraum ist recht spartanisch gehalten, so erkennt man auf den ersten Blick keine Touch-Elemente. Gesteuert wird mit einem an der Unterseite abgeflachten und sehr sportlichen Lenkrad. Klimabedienung und eigentlich alles andere auch wird mit Drehschaltern und herkömmlichen Knöpfen bedient. Einzig das digitale Tachoinstrument, welches auch als Infotainment dient, haucht ein wenig Modernität ins Interieur. Der Gangwahlschalter sitzt über der manuellen Handbremse, wo wir auch die Schalter für die Fenster erkennen. Der Xiaomi SC01 ist 4,1 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,16 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,5 Meter. Ähnlich wie bei GT3 Rennwegen besteht der Rahmenkörper aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren und die mittig angeordnete Batterie machen eine leichte Konstruktion möglich. Das Gewicht liegt so bei ca. 1370 Kilogramm. Die Gesamtspitzenleistung des SC01 liegt bei 320 kW oder 435 PS bei einem Spitzendrehmoment von 560 Newtonmeter. Von 0 auf 100 geht es in 3,9 Sekunden. Angesichts der Platzierung der Autobatterie kann man davon ausgehen, dass die Gewichtsverteilung des SC01 der eines Mittelmotorsportwagens ähnelt, wie zum Beispiel der Lotus Elise oder dem Toyota MR2. Die Batterien des SC01 simulieren somit den klassischen Mittelmotor, da die Batteriepositionierung in der Mitte des Fahrzeugs für eine ausgewogene Gewichtsverteilung auf alle vier Reifen sorgt. Dieses Setup maximiert die Traktion beim Kurvenfahren, Bremsen und Beschleunigen. Die zentralisierte Masse trägt obendrein zur erhöhten Reaktionsfähigkeit bei. Der Elektro-Roadster unterstützt auch verschiedene Fahrmodi, einschließlich Frontantrieb, Hinterradantrieb, Allradantrieb und Sportmodus mit autonomer Anpassung. Die Reichweite in CLTC wird mit 520 km angegeben und die Ladezeit von 30 auf 80% beträgt weniger als 25 Minuten. Der zweisitzige Elektrosportwagen SC01 liegt im Vorverkauf bei unter 39.000 Euro. SSC beabsichtigt dieses Jahr mit dem Verkauf des SC01 in China zu beginnen. Aktuell unklar ist, ob der SC01 auch international verfügbar sein wird. Was haltet ihr vom SSC SC01? Wäre der was für euch? Und was denkt ihr, würde der bei uns kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!